So, meine Freunde, willkommen zurück beim FC Schalke 04 im FM 23 und wir machen weiter in unserem Abstiegskampf hier. Wir haben es in der letzten Folge schon gesehen, dass wir die letzten Spiele wieder mal nicht überzeugt haben. Wir haben gegen Wolfsburg ein richtig gutes Spiel gemacht und dann haben wir wieder komplett die Form verloren hier. Gegen Union unentschieden, gegen Stuttgart verloren und gegen Bochum verloren. Eigentlich gegen die direkten Konkurrenten haben wir aus 3 Spielen nur 1 Punkt geholt. Das ist am Ende zu wenig. Wenn ich jetzt überlege, dass Dortmund kommt, dass Leverkusen unser Gegner sein wird in den nächsten Partien, Hoffenheim, das wird richtig, richtig schwer, da unten jetzt wieder rauszukommen. Wir sind auf Platz 17 runtergerutscht und das wird nicht einfacher. Ganz im Gegenteil. Dortmund wird richtig schwer jetzt, die stehen oben auf Platz 4. Aber wir haben auch gesehen, gegen große Mannschaften haben wir uns bisher eigentlich immer ganz gut geschlagen, sage ich mal. Ja. Die Reserve spielt richtig gut, die sind gut drauf, gewinnen das nächste Spiel. 4. Sieg in Folge hier, ne? Gegen Marienborn. Aydın ist noch angeschlagen und jetzt das Derby gegen den BVB zu Hause. Im heimischen Stadion, das Revierderby. Es wird ein sehr, sehr schweres Spiel. Dortmund ist aktuell... ja, schon gut drauf eigentlich, ne? Wenn man das hier so sieht. Obwohl, die haben auch schon sehr viele Punkte liegen gelassen hier, ne? Auf Platz 1 hier sind es 14 Punkte. 7 Niederlagen in 23 Spielen. Das ist jetzt auch nicht ganz so souverän, ne? Aber steht natürlich zu 100% besser da als wir, ist ja klar. Und die Mannschaft kann man an sich natürlich auch nicht mit unserer vergleichen. Mannschaftsstärke 888, das ist schon ein derber Unterschied, ne? Aber gut, unsere Form geht leider wieder runter bei den einzelnen Spielern. Schade, weil die ging erst nach oben, jetzt geht sie wieder nach unten. Es ist echt immer so ein Hin und Her aktuell, ne? Tell, gutes Spiel gemacht in der letzten Partie, hat ein Tor auch erzielt, wird auch hier gegen Dortmund beginnen. Nguyen in den letzten Partien auch nicht mehr so souverän, ne? Salazar komplett Totalausfall, also es ist wirklich nervenraubend. Wir brauchen an der Mannschaft eigentlich nichts ändern. Das ist außer Ibrahimovic wieder rein. Weil Mollet hat auf jeden Fall auch wenn er Kapitän ist, trotzdem einfach gar nichts gezeigt. Ne? Einfach gar nichts. Führungsqualitäten 5 von 10. Ne? Rode 6 von 10. Wen haben wir hier noch? Patrick Herrmann 6 von 10. Ja, Rode oder Herrmann. Ne? Wir müssen hier mal kurz gucken. Aufgaben. Kapitän. Obwohl Rode auch von Anfang an, ne? Ja. Gut, dann macht das Rode. Und Ibrahimovic für Mollet da wieder rein auf der OM-Position. Spitzenspiel zweite Mannschaft gegen Oberhausen. Die Jugendmannschaft A-Jugend ist auch Spitzenspiel gegen Bayern. Die zweite marschiert weiter, ne? Und jetzt auf Tabellenplatz 1. Also die haben sich hochgekämpft, ne? Die sind richtig gut drauf, die Jungs. Richtig gut drauf. Auch von der Form her. Guckt euch das an. Richtig nice. Karaman auch aktuell gut drauf, ne? Auf links außen. Wie sieht das hier aus? 17 Spiele, 11 Tore. 15 Spiele, 11 Tore in der Liga. Ja, wäre auch einer, den man mal testen könnte auf links außen, ne? Aber wir bleiben erstmal jetzt so. Karaman bringt jetzt auch nicht wirklich was. Von der Stärke her ist das halt auch nichts, ne? Ist aktuell gut drauf, aber ja, Regionalliga kann man jetzt auch nicht mit Bundesliga vergleichen, ne? Gut. Wir gehen rein in das Spiel gegen Dortmund. Geht raus, spielt ordentlichen Fußball. Und das wird richtig schwer, glaube ich. 15 Minuten gespielt, 0-0. Von Dortmund kommt jetzt in der ersten halben Stunde auch noch nicht so viel. Rode hat sich verletzt, Tom Kraus eine 5-5. Also offensiv ist das aktuell einfach nur katastrophal. 0-0 zur Halbzeitpause ist ja schon mal ein Erlebnis, ne? 0-0 gegen Dortmund zur Halbzeitpause. Das Hinspiel haben wir übrigens mit 0-3 verloren. Was ist denn jetzt hier mit Kraus los, Alter? Das kann ich nicht nachvollziehen, ehrlich. Defensiv stehen wir ganz gut, aber offensiv kommt einfach gar nichts. Auch nach 60 Minuten 0-0. Tom Kraus an der Note nichts geändert hier. Weiterhin eine 5. Bringen wir da jetzt nochmal Choupo-Moting. Moore auch nur eine 4, ne? Mal Tell vielleicht nochmal auf links bringen. Und der macht das 1-0. Oh, 1-1. Schade. Oh nein. Das kann doch nicht wahr sein. Wir gehen in Führung durch Tell. Ist ja unfassbar, ehrlich. 1-1 durch Wolf. Und dann macht Hazard in der 89. noch das 2-1. Und am Ende geben wir das wieder aus der Hand, diese Führung. Boah, das wäre geil gewesen. Sieg gegen Dortmund, ne? Tabellensituation ändert sich nichts. Jetzt. Weiterhin
Tabellen 17. Habt ihr das gesehen? Und es wird immer dünner, ne? Es wird immer dünner, das Eis. Also, wenn wir jetzt nicht langsam hier punkten, dann war es das, glaube ich, mit meinem Posten hier. Die letzten 3 Spiele alle verloren. Es muss jetzt mal wieder was passieren hier gegen Augsburg. Reserve wieder gewonnen, 5-0. Seht ihr, Sané erzielt 2 Tore. Also die Außenspieler sind echt gut drauf, ne? Sané und Karaman. Ovian ist wieder fit. Das ist wichtig für die Linksverteidigerposition auf jeden Fall. Aber sportlich ist das aktuell echt einfach nur eine Katastrophe. Wir kommen da unten einfach auch nicht raus. Ich überlege schon, ob man das System vielleicht mal umstellt, dass man quasi nicht mit diesen Außenstürmern spielt, sondern wirklich mal hier in einem 4-3-3, ja, oder 4-4-2, quasi so, ne? Dass wir das System einfach mal austesten. Mit Tell und Choupo-Moting vorne drin. Und hier mit 3 Zentralen agieren. Kraus ist fleißig, kann auch defensiv spielen. Wäre auch eine Möglichkeit, ja, das Ganze so zu machen. Ja, momentan fehlen so ein bisschen die Ideen, ehrlich gesagt. Jetzt ist Roder auch noch verletzt bis zum 16. Fällt jetzt auch wieder aus. Schwer. Flick ist auch einer. Den bringen wir jetzt mal rein auf die defensive Position. Und Kraus, Salazar, Zentral, Ibrahimovic im offensiven Mittelfeld. Und vorne die beiden Stürmer. Also wir müssen jetzt wirklich auch ein bisschen offensiver agieren, ne? Abseitsfalle, Pressing nehmen wir auf jeden Fall ein bisschen höher hier. Sturmtank würde ich jetzt erstmal rauslassen. Hier werden wir die Regler mal ein bisschen anders setzen. Angriffsseite würde ich ruhig Mitte sagen. Jetzt bin ich gespannt. Auswärts gegen den FC Augsburg. Können wir jetzt endlich 3 Punkte holen? Demirovic mit dem 1-0. Und wir gehen wieder in Rückstand. Tell mit dem Ausgleich. Und direkt das 2-1 für uns. Durch ein Eigentor von Felix Udokai. Tell wieder mit seinem Tor. Wichtig zum 1-1. Es läuft notenmäßig auf jeden Fall schon mal besser. So, die Vierer werden wir hier mal direkt motivieren. Ayhan mit einer 5 ist nicht so geil, aber gucken, was in der zweiten Hälfte jetzt noch passiert. 2-2. 3-2. Ich fasse es nicht, ey. Aber es kann doch nicht wahr sein. Ich begreife das einfach nicht. Echt. Tom Kraus, aktuell Form ist auch schlecht. Unverständlich. Dorsch noch mit dem 4-2. 5-2, Demirovic. Also jetzt kriegen wir hier richtig einen auf den Deckel, ne? Ich würde mich nicht wundern, wenn ich meinen Job jetzt gleich los bin. Ja, Leute, was soll ich euch sagen? Da gibt's auch nichts mehr zu sagen eigentlich. Also wir haben eigentlich jetzt hier in der Offensive, standen wir ganz gut, besser wie in der Defensive in diesem Spiel, ja. Aber wir machen einfach vorne auch die Dinger nicht. Meine Güte, ey. Bleiben auf Platz 17 natürlich, ist klar, weil wir keine Punkte geholt haben. Tja, es ist schwer und wir haben wirklich nicht mehr viel Spielraum. Also ich glaube, wichtig ist, dass wir natürlich nicht absteigen, aber die nächsten Spiele, die haben es wirklich in sich, ne? Also Leverkusen, Hoffenheim, Hertha, sehr, sehr schwer. Sehr schweres Programm für uns. Leverkusen aktuell Tabellen 6. Mannschaftsstärke 863. Ja, wir haben 770. Wir werden das jetzt einfach mal jetzt auch mal so machen, dass wir hier auf die Spielstärke achten und wirklich die stärksten Spieler spielen lassen. Aber dann haben wir auch nur eine 778, ne? Ibrahimovic hat eine gute Form, genau wie Tell, ne? Tell würde ich schon da beginnen lassen. Ibrahimovic auch. Einfach wegen der Form auch, ne? Rico aktuell auch nicht, aber wenn ich auch immer so viel Gegentore bekommen würde, ist halt auch nicht so einfach, ne? Dann gehen wir direkt rein in das Spiel gegen Leverkusen. Also ich denke mal, wenn wir das jetzt hier auch verlieren, ich glaube, dann war's das. So viel Spielraum gibt's nicht mehr. Wir haben nur noch 8 Spieltage jetzt, um da unten rauszukommen. Es ist natürlich punktuell noch möglich, aber wir müssen auch irgendwann mal punkten. Und wenn das nicht der Fall ist, dann bin ich irgendwann auch meinen Job los. Salazar in der 4. Minute, die gelbe Karte. Und Leverkusen geht wieder in Führung durch Patrick Schick. Wirtz in der 30. die gelbe. Schick macht das 2-0. Also da fehlen mir auch echt die Worte, aber ich weiß auch nicht mehr, was ich jetzt echt noch machen soll. Dass das so eine schwierige Aufgabe wird, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich echt nicht gedacht. Salazar wieder komplett ausfallen, ne? Was haben wir jetzt noch für Möglichkeiten hier? Wir haben nicht mal einen Zentralen mit dabei, also... Wir stehen eigentlich jetzt schon ein bisschen defensiver mit diesen 3 zentralen Mittelfeldspielern, ja. Nicht mehr so offensiv wie vorher. Mollet jetzt der Anschlusstreffer. Wenn es wenigstens auch nur ein Punkt wäre. Aber wir verlieren hier ein Spiel nach dem anderen. Und auch hier
holen wir keine Punkte. Es war der 26. Spieltag. Leverkusen auch einfach gut gespielt. Kann man ja auch nichts anderes sagen, ne? Aber von uns, da kommt einfach zu wenig. Wir haben eine richtig gute Mannschaft, aber es kommt einfach zu wenig rüber. Und es wird immer schwieriger, ne? Augsburg jetzt schon 6 Punkte weg. Weiter geht's im Spiel gegen die Hoffenheimer am 27. Spieltag. Und wir werden das System jetzt doch wieder ändern. Die letzten beiden Spiele waren einfach genauso scheiße wie davor, auf Deutsch gesagt. Klappt auch nicht mit dem System. Wir haben ja auch die Spieler, dass wir hier rechts und links außen, dass wir mit denen auch spielen können. Wir werden weiter auf die Spielstärke achten. Vielleicht auch, dass wir die Form noch mit reinnehmen. Es ist einfach das System, was momentan auf unseren Kader zugeschnitten ist, sage ich mal, ne? Kraus hatte eine richtig gute Phase. Der hat auch das Potenzial, ne? Aber er alleine kann es halt auch nicht richten, ne? Das ist halt das Ding. Also wie gesagt, es bleibt nicht viel Spielraum. Vorstandsvertrauen 1 von 20. Und es bleiben uns vielleicht 1-2 Spiele noch, wenn überhaupt. Und dann war es das, wenn wir jetzt hier weiterhin keine Punkte holen sollten. Gegen Hoffenheim, Tabellenachter. Die Sensation ist möglich, ich hoffe es. Zu keiner Zeit sind wir da unten richtig rausgekommen, ne? Wir bekommen hier massig die gelben Karten, aber das war's auch, ehrlich gesagt, ne? Hoffenheim jetzt nur noch mit 10 Mann, da gab's eine gelb-rote. Aber wenn ich das hier schon wieder sehe, ist das einfach nur schlecht. Nguyen wieder mit einer 5. Da bringen wir jetzt Ibrahimovic mal auf links. Rode auch wieder ganz, ganz schlecht. Flick mit dem 1-0 in der 53. Aber wir freuen uns nicht zu früh. Vorlage Patrick Herrmann. Prömel verletzt sich seitens Hoffenheim. 2-0 Mollet. Und wir ziehen das endlich mal durch. Boah, aber der Sieg war echt wichtig jetzt. Der Sieg war wirklich wichtig. Gott sei Dank haben wir das jetzt hier mal durchgezogen und die Führung auch ausgebaut. Natürlich ändert sich jetzt hier nicht so viel, aber wir haben mal wieder einen Dreier mitgenommen, ne? Und das war ganz, ganz wichtig, gerade in der Situation. Choupo-Moting ist frustriert, ja, wahrscheinlich, weil er schon länger jetzt nicht getroffen hat, ne? Trotzdem, der Hype bleibt erstmal unten. Es ist tabellenmäßig oder tabellenplatzmäßig ist hier nichts passiert. Weiterhin Tabellenplatz 17, 3 Punkte auf Augsburg. Trotzdem ist das Eis immer noch dünn natürlich, weil wir müssen einfach weitermachen und jetzt gegen Hertha die nächsten 3 Punkte holen. Dann sieht das Ganze vielleicht schon wieder ein bisschen anders aus, was auch Vorstand und so weiter angeht. Aber wir müssen jetzt Ergebnisse liefern. So, nächstes und letztes Spiel in dieser Folge gegen Hertha BSC Berlin. Die stehen aktuell auf Platz 14 mit 27 Punkten. Und wir werden es jetzt so machen, dass wir systemtechnisch ein bisschen variieren. Trotzdem natürlich die stärksten Spieler auf den Platz bringen. Und ich hoffe, dass es aufgeht. Aber wir bringen Choupo-Moting von Anfang an. Tell kommt dann auch noch rein. Aber ja, Choupo ist motiviert. Der will auch mal wieder treffen. Hat jetzt länger auch nicht getroffen. Und ist natürlich groß, da vorne im Sturm auch wichtig für die beiden Außen, wenn die ihre Flanken reinbringen, dass Choupo-Moting da auch da ist mit dem Kopf etc. Ja, es startet diesmal auch Timothy in der Innenverteidigung für Collins, den wir jetzt mal eine Pause gönnen. Auch Ibrahimovic bleibt erstmal draußen und so gehen wir rein in das Spiel und hoffen, dass wir hier auch punkten können. Es ist einfach wichtig, jetzt zu Hause auch gegen Hertha zu gewinnen. Wir können das gewinnen und wir wollen das auch gewinnen. 20 Minuten gespielt, 0-0. Passiert aktuell auf beiden Seiten noch nicht so wirklich viel. Nach 45 Minuten ist das auch wieder eher nix hier, muss ich sagen, ne? Tell kommt für die zweite Halbzeit und Mollet bringen wir hier für Rode, aber den packen wir ins offensive Mittelfeld. 70. läuft. Immer noch 0-0. Und da ist der Schlusspfiff. Ein Punkt. Ein Punkt ist ein Punkt. Sagt man immer so, ne? Aber es ist einfach. Es ist zu wenig. Es ist einfach zu wenig.
Wir kommen da unten nicht raus, wenn wir immer nur so rumdümpeln. Klar, wir haben nicht zugelassen, aber gegen diese Vereine, da muss man einfach, da muss man punkten. Und diese Punkte, die fehlen uns einfach auch. Hätten wir diese ganzen Spiele gewonnen, ja, diese direkten Duelle, dann würden wir da unten gar nicht stehen. Es sind noch ein paar Punkte zu holen, aber das wird schon echt schwierig, ne? Bayern, Frankfurt, Leipzig. Heftig, heftiges Programm auf jeden Fall. Wir können einfach nicht mal zwei Siege nacheinander holen. Und das ist halt das, was einen so ein bisschen down macht. Die ganze Saison über dümpeln wir da unten rum und kommen da unten einfach nicht raus. Ja. Aber okay, wir werden schauen, was in der nächsten Folge passiert. Ich bin gespannt, Saisonendspurt ist dann eingeläutet sozusagen. Und ja, schön, dass ihr wieder dabei wart. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Es wird nicht langweilig hier, ne? Also, bis dahin, Leute. Macht es gut. Ciao.